Ich habe schon eine Menge über Time Management gelesen und trotzdem war ich an einem Punkt, wo mir das Time Management schwer gefallen ist und ich trotzdem Aufgaben nicht rechtzeitig erledigen konnte. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Time Management ist eigentlich gar nicht so schwer. Was für mich schwer ist, ist Energy Management. Das heißt also, ich hatte meinen Tag geplant, ich wusste, wann ich was machen möchte, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dann zum Beispiel zu müde war und mir so dachte, ich kann jetzt nichts machen, okay, ich muss einfach schlafen. Und ich glaube, es geht vielen so, dass wir Time Management eigentlich ganz okay können und Energy Management irgendwie ein Problem ist. Und heute reden wir über beides. Also egal, was deine Problemzone ist, heute wirst du beides lernen können. Hi, ich bin Lara und ich teile hier meine Tipps für Lernen, Produktivität und Organisation und mache diesen Sommer eine Smart Girl Summer Reihe. Also abonniere auf jeden Fall rein, um nichts zu verpassen und um dein Leben in diesem Sommer zu verändern und ein Smart Girl zu werden oder zu bleiben. Ja! Fangen wir erstmal an mit Energy Management. Das heißt also, seine Energie richtig zu planen und seine Energie richtig einzuteilen. Das ist alles ein bisschen schwer, weil natürlich hängt deine Energie mit sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen zusammen. Um deine Energie besser zu planen, ist natürlich wichtig, erstmal zu wissen, wo du gerade stehst. Deswegen nimm jetzt einfach mal ein Blatt Papier vor dich oder mach das digital und mal den Tag auf. Also die verschiedenen Stunden, die der Tag eben hat. Und dann beobachtest du dich mal ein paar Tage und trägst ein, wie deine Energie sich über den Tag verändert. Das heißt also, 8 Uhr aufstehen, du hast vielleicht von deiner Energie her jetzt eine 10 von 10. Dann gehst du in die Schule, kommst wieder, vielleicht hast du dann nur noch 5 von 10 oder so. Und schreib am besten mal die Aktivitäten auf und dann, wie du dich fühlst. Und so kannst du herausfinden, ob dir bestimmte Aktivitäten Energie geben oder Energie nehmen. Außerdem merkst du so auch, wie der natürliche Energieablauf ist am Tag. Es gibt ja Menschen, die haben zum Beispiel morgens mehr Energie, manche, die haben abends mehr Brainpower und so weiter. Bei mir ist es halt wirklich so, dass ich morgens viel besser arbeiten kann als abends oder als nachmittags vor allem. Und ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass mir Dinge wie spazieren gehen total viel Energie geben, wobei mir aber andere Sachen wie jetzt zum Beispiel auf TikTok scrollen sehr viel Energie nimmt und ich danach einfach nichts mehr machen möchte. Ich bin mir sehr sicher, dass wir alle am Tag irgendwann mal so einen Dip spüren. Irgendwann so ein Tief, das am Tag einmal kommt. Bei mir ist es wirklich dieses Nachmittagstief. Das habe ich meistens so 15, 16 Uhr. Und dann ist mein Plan jetzt eben, wenn ich meine Zeichen angucke, welche Aktivitäten geben mir Energie, welche nehmen sie mir. Und wie kann ich jetzt also versuchen, das Tief möglichst zu verhindern oder möglichst an andere Zeitpunkte zu verschieben, wo sie dann eben passender sind, damit du deinen Tag eben effektiver planen kannst. Bei mir ist beispielsweise so, ich komme nach der Schule nach Hause, meistens sind es sogar so 15, 16 Uhr. Und ich habe gemerkt, wenn ich spazieren gehe, dann ist meine Energie wieder hoch, auf vielleicht eine 8 oder 9 sogar schon. Und dann kann ich danach noch ein bisschen was machen. Das heißt also, ich verzögere mein Nachmittagstief so ein bisschen mit Aktivitäten, die mir Energie geben. Das ist alles ein bisschen schwierig und es wird auch ein langer Prozess sein, bis du herausfindest, was dir wirklich hilft. Und es kann auch sein, dass es gar nicht so gut für dich funktioniert. Das ist wirklich eine sehr individuelle Angelegenheit. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure Erfahrungen in die Kommentare einfach schreibt, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Machen wir weiter mit dem Herausfinden unserer jetzigen Zeit und unserer jetzigen Energie, weil eben, um was zu verändern, müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt gerade schon stehen. Und der zweite Punkt ist hier Time Tracking. Falls ihr mich schon seit 2020 kennt, wisst ihr, dass ich mittlerweile seit zwei Jahren mache ich Time-Tracking mit einer App. Das heißt, ich tracke wirklich jede Minute meines Lebens, was ich gerade mache. Das klingt super gruselig und super extrem, ist es aber eigentlich gar nicht. Keine Sorge. Die App, die ich benutze, heißt Know Then Pro und da gibt es immer einen Timer, der läuft. Und ich kann die Aktivität auswählen, die ich eben gerade mache. Jetzt gerade ist es zum Beispiel Videofilm, also in der Kategorie YouTube und in der Kategorie Social Media, also in der Oberkategorie Arbeit. Mach das am besten erstmal über ein paar Tage, am besten sogar über ein paar Wochen und guck dann also, mit was du deine Zeit eigentlich verbringst. Und dann würde ich dir raten, zu priorisieren. Also zu gucken, was mache ich? Ist das eigentlich wichtig? Und dann kannst du ja auch verschiedene Farben zum Beispiel nehmen. Und ich mache es in meiner App zum Beispiel so, dass bei mir YouTube blau ist, Schule ist irgendwie rot. Und ein Color Coding, was du verwenden kannst, ist zum Beispiel, dass wichtige Aktivitäten, die dich in deinem Leben weiterbringen, rot sind. Dinge, die vielleicht Freizeit, hobbymäßig dir Spaß machen, aber nicht so wichtig sind, sind grün. Dinge, die du eigentlich nicht machen möchtest, sind schwarz. Keine Ahnung, wie du halt möchtest. Und dann kannst du ja gucken, wie viel schwarz ist in deinem Leben, wie viel rot, wie viel grün, wie viel orange, bla bla bla. Und dann kannst du, wenn du dann erstmal so einen Überblick hast, gucken, was ist zu eliminieren, was ist vielleicht zu priorisieren und wie kannst du dein Leben dementsprechend besser gestalten. Und hier ist es auch wirklich wichtig, nochmal zu sagen, auch Dinge, die vielleicht nicht produktiv wirken, sind wichtig für dich. Weil in unserem Leben geht es eben nicht nur darum, die ganze Zeit produktiv zu sein, sondern auch Dinge zu machen, die Spaß machen. Und im Endeffekt geben diese Dinge nämlich auch Energie, um dann wieder produktiver
gehört zu sein. Also das ist alles miteinander verknüpft und alles sehr wichtig. Und deswegen macht es gesund und versucht nicht einfach alles, was nicht irgendwie jetzt gerade effizient aussieht, aus deinem Leben zu verbannen. Weil das ist gar nicht, worüber wir jetzt reden. Weil Time Management ist dafür da, dass du eben Aufgaben effizient löst, sodass du mehr Zeit hast für Dinge, die dir dann Spaß machen. Ich habe drei verschiedene To-Do-Listen. Ich habe eine monatliche, eine wöchentliche und eine Tages-To-Do-Liste. Ich bin eine große Big-Picture-Person und ich mag es immer, den großen Überblick zu haben über Dinge. Deswegen funktioniert für mich nur eine Tages-To-Do-Liste nicht so gut und ich mag es lieber, so einen großen Überblick zu haben, weswegen ich zum Beispiel auch eine Monatsübersicht habe. Das Ganze mache ich in Notion. Dazu wird noch mal ein extra Video kommen, falls ihr das gerne sehen wollt. Ich habe dazu aber auch schon mal einige Videos gemacht. Ich mache es so, dass ich eigentlich alle Aufgaben, die ich jetzt gerade in meinem Kopf habe, die ich weiß, die ich irgendwann mal erledigen muss, mache ich in meine Monthly, also meine monatliche To-Do-Liste rein. Ich kann mal kurz gucken. Ich habe hier gerade meinen Laptop hier vorne. Da habe ich zum Beispiel, ich muss mir Geld überweisen lassen. Ich muss mir einen Plan für meine Seminararbeit machen und mein Bücherregal ausmisten. Also das sind Dinge, die jetzt nicht unbedingt dringend sind, die ich aber gerne in dieser Zeit mehr machen möchte. Die nächste Liste ist meine wöchentliche Liste. Da habe ich alle Dinge, die ich in dieser Woche noch erledigen möchte. Hier ist es zum Beispiel, ich möchte meinem Accountability Buddy eine gute Übersicht geben über meine letzte Woche. Ich möchte meine E-Mail-Adresse ändern, ich möchte meinen Führerschein anmelden und ich möchte meine Videos für meine Smart Girls Hammer Videoreihe hier auf YouTube festlegen und planen. Auf meiner Daily-Liste, also für heute, steht zum Beispiel drauf, Video drehen. Das sind wirklich Dinge, die ich heute erledigen muss. Wenn ich diese Dinge dann habe, dann ordne ich sie ein in verschiedene Kategorien. Und zwar habe ich da A, B, C, D und E. Diese Methode ist aus dem Buch Eat the Frog von Brian Tracy. Eat the Frog ist eine Methode, die ich wirklich liebe und auf die ich wirklich schwöre. Es wird jeden Tag eine Aufgabe geben, die du am wenigsten machen möchtest. Eine Aufgabe, vor der du vielleicht sogar Angst hast, die du die ganze Zeit aufschieben wirst und die dir einfach ein schlechtes Gefühl gibt. Deine Aufgabe ist es jetzt, diese Methode als allererstes zu machen. Du stehst morgens auf und du isst diesen Frosch, weil dieser Frosch ist eben diese Aufgabe, die du hast. Aber es ist auch eine Aufgabe, die sehr wichtig ist, die du auf jeden Fall erledigen musst. Die kannst du nicht aufschieben, weil sie beeinflusst dein Leben unmittelbar. Alle Frösche auf deiner Liste markierst du mit einem A. Alle kleinen Kaulquappen, die ähnlich sind wie der Frosch, aber nicht so wichtig sind, markierst du mit einem B. Dann gibt es noch Aufgaben, mit denen es schön wäre, sie zu erledigen, musst du aber nicht. Die sind ganz nett. Also Kategorie C. Aufgaben, die du delegieren, also abgeben kannst und nicht persönlich machen musst, sind Aufgaben mit einem D. Ich muss sagen, dass es für uns Schüler nicht so passend ist mit dem D, deswegen mache ich das eigentlich richtig selten. Weil delegieren kann man eben als Schüler nicht. Du kannst einfach mal deine Hausaufgaben abgeben. Kannst du schon, aber wäre nicht so schlau. Deswegen glaube ich, dass die Kategorie D nicht so häufig in der To-Do-Liste auftauchen wird. Und Aufgaben, die ein E kriegen, sind Aufgaben, die du eigentlich eliminieren kannst. Natürlich können wir nicht alles in unserem Leben schaffen und es sind Aufgaben, die einfach nicht so relevant sind. Und die kriegen dann ein E, also eliminieren, du brauchst sie eigentlich nicht machen. Die meisten meiner To-Dos haben eigentlich immer ein A, B oder C. Und ich habe es mir selbst sozusagen geschworen, dass ich immer anfange mit den A-Aufgaben. Also wenn ich eine Daily-To-Do-Liste habe und ein A sehe, mache ich das A so vor, weil das ist eben der Frosch, den ich essen muss. Nächster Tipp. Falls du Hilfe brauchst für diese A-B-C-D-E-Methode und ich ganz weiß, was ist jetzt eigentlich mein Frosch, was ist eigentlich wichtig, dann kann ich dir da die Eisenhower-Matrix empfehlen. Die hat vier verschiedene Felder. Oben steht drauf, wie wichtig sind diese Aufgaben. An der Seite die Kategorie ist, wie dringend sind diese Aufgaben. Wenn diese Aufgabe wichtig, aber nicht dringend ist, solltest du sie terminieren und dann schnellstmöglich erledigen, aber nicht unbedingt jetzt. Wenn die Aufgabe wichtig und dringend ist, solltest du sie auf jeden Fall genau jetzt anfangen. Wenn sie nicht wichtig und auch nicht dringend ist, löschen, eliminieren, brauchst du nicht machen. Dringend, aber nicht wichtig, dann am besten die Aufgaben delegieren und abgeben. Auch diese Matrix ist wieder ein bisschen komplex und vielleicht nicht ganz so passend für uns Schüler. Ich würde dir einfach raten zu überlegen, was ist wichtig, was ist dringend und was möchte ich eigentlich nicht machen, was muss aber gemacht werden und das ist dann der Frosch. Wenn wir unsere Liste angucken, dann werden wir bei einer Aufgabe so ein Gefühl haben, wo wir uns denken, so, ich wünschte, sie würde da nicht draufstehen, ich wünschte, ich würde das nicht machen. Und wenn du diese Aufgabe aber machen musst und wenn sie dringend ist, das ist ein Frosch. Aus diesem Buch, aus anderen Büchern und aus meiner Erfahrung habe ich noch sehr, sehr viel über Time Management gelernt und kenne mittlerweile wirklich ganz tolle Methoden, die uns helfen können, unser Leben besser zu planen und Dinge schneller zu erledigen, um dann mehr Zeit zu haben für Dinge, die uns Spaß machen. Drück auf jeden Fall auf den Abonnier-Button, um nichts weiteres zu verpassen und join den Smart Girl Summer. Hab noch einen wunderschönen Tag, schreib gerne einen Kommentar und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Adios. Warum sage ich eigentlich immer Adios?